Es reicht nicht auszuholen und dann das zu denken. Stattdessen gucke, das ist jetzt kritisch, hey, willkommen beim VH Golf. Ist das jetzt nicht die beste Zeit, Golf zu spielen und zu trainieren? Die wichtigen Turniere sind vorbei. Hoffentlich war deine Clubmeisterschaft gut übrigens. Das Wetter ist noch super. Man kann so richtig an seinen Schwung arbeiten. Und heute möchte ich über den entscheidendsten Teil des Schwunges reden. Und das ist das hier, wie du den Abschwung startest. Nun, alle wissen, dass die Arme und Hände gesenkt werden sollten, aber trotzdem haben viele Probleme damit. Damit du leichter in die Power-Position kommen kannst, musst du etwas tun, was du wahrscheinlich noch nicht gemacht hast. So, es gibt zwei Positionen. Das ist erstmal Ende des Rückschwunges. Ist der Schläger zu flach oder ist er zu steil? Und dann, was passiert während des Abschwunges? Bleibt der Winkel gleich? Kippt der Schläger nach vorne oder flacht der Schläger ein bisschen ab? Also das hier geht gar nicht. Wenn aber der Schaftwinkel beim Abschwingen bleibt oder etwas flacher wird beim Abschwingen, dann sind wir auf einem sehr guten Weg. Automatisch verlagern wir dann das Gewicht und wir sind dann in der Position, den Schläger leicht nach vorne zu bekommen, was Power generiert und viel bessere Ball-Boden-Kontakt. Was sehr oft passiert ist, dass Golfer das tun, die sind zu steil und dann von da passiert das. Der Schläger kommt dann zu sehr hinter dir. Das ist eine Sache, die gute Spieler oft machen und das Aufrichten bedeutet dann getoppte Bälle, fette Bälle, Pushes und Hooks. So, ich mache jetzt einmal einen Schwung. Ich werde versuchen, den Abschwung richtig zu beginnen, dann erkläre ich, was ich da gemacht habe. Damit du die Arme senkst und diesen Winkel beibehältst, musst du schon beim Ausholen daran denken. Es reicht nicht auszuholen und dann das zu denken. Stattdessen gucke, das ist jetzt kritisch, dass der Schlägerkopf vor deiner Füßlinie bleibt. Wenn der Schlägerkopf da ist, ist das, was ich dir jetzt zeige, nicht möglich. So, Nummer 1, Schlägerkopf vorne. Jetzt, während du hochschwingst, versuche das zu denken. Gestatte es, den Schläger nach unten zu kippen. Wenn du den Schläger leicht genug hältst, wird das von alleine passieren, weil der Schlägerkopf ein gewisses Gewicht hat. Und du wirst das Gefühl haben, dass du das tust. Was du aber tatsächlich tun wirst, ist die Hände und Arme zu senken, dass der Winkel bleibt. Wenn der Schläger etwas nach hinten kippt, das ist auch super, aber das reicht natürlich. Das hier ist ein richtiger Gewinn, weil von hier ist der Schwung viel, viel einfacher. So, beim nächsten Schwung werde ich schon, bevor ich den Rückschwung zu Ende gemacht habe, den Schläger nach unten kippen lassen. Und du guckst mal, was meine Hände und Arme tun. Durch den frühen Gedanke, den Schläger nach unten kippen zu lassen, habe ich die Arme gesenkt, kam dann leicht von innen an den Ball. Mein Eintreffwinkel war nicht zu steil. Ich habe Ballboden getroffen mit einer leichten Rechts-Links-Kurve. So, nächstes Mal, wenn du auf der Range bist und an das Senken denkst, denke früher daran, damit es tatsächlich passiert. Vielen Dank fürs Zugucken. Falls das Video dir was gebracht hat, bitte Daumen hoch und ich freue mich auf nächste Woche schon.